So, liebe Leute, der Tag ist nicht zu Ende. Ich habe vorhin schon gesagt, vielleicht mache ich mehr Sport. Aber gut, ich fahre jetzt erstmal in den Wald und werde mich dort erstmal ein bisschen ausruhen. Und alles schon gepackt hier. Das werde ich mir jetzt auf dem Rücken spannen. Ich bereue jetzt, dass ich keinen Rucksack jetzt habe, aber was nicht ist, kann ja noch werden. Und dann fahren wir mal jetzt mal in den Wald. So, auf geht's, Leute, zum See. Nicht zum See, was erzähl ich da? Zum Wald, zum Fluss. Muss ich hier nur eine Straße überqueren oder bin ich schon da? So, ein paar Autos hier am Parken. So, jetzt können wir dahin. So, da habe ich doch gesagt, 2-3 Minuten. Da fahre ich jetzt mal links hier. Und dann fahren wir mal hier an den Fluss, an den ich gerne komme. Und dann müssen wir mal unsere Klingel. Mal gucken, wie die Kanadier auf eine Klingel reagieren. Ja, ziemlich spät, aber dennoch früh genug. Thank you. Reagieren auf eine Klingel, genauso wie in Deutschland. Ne, bisschen Spaß muss sein. So, jetzt fahren wir hier durch. Jetzt fahren wir hier durch weiter. Ich muss natürlich eine Stelle finden, wo ich mich denn breit mache hier im Wald am Fluss. Das ist so ein Park hier, ne? Das ist so ein schöner Park. Hier könnte man auch morgen laufen oder gehen für mich. Mann, wie viele Hindernisse. Ich komme hier vor wie in ein Computerspiel hier. Ich habe Hindernisse in meinem Weg. Oh, so viele Hindernisse. So, wenn ich mal kurz zeigen kann hier. Da ist der Fluss. Und der läuft weit, weit. Wir fahren aber weiter flussabwärts. Wir fahren weiter flussabwärts. So, da sind doch auch schöne Einblicke hier. Können wir mal gucken hier. Da sieht doch alles schön aus. So, wir lassen uns von dem aber nicht beeindrucken. Wir suchen uns ein stilles Plätzchen. Inmitten einer Großstadt Toronto, 2,5 Millionen, gibt es solche Parks hier, wo du wirklich dich fühlst, als ob du in der Prärie bist, ne? So, wir suchen uns ein Plätzchen, was dann, wo keiner ist. Da werde ich mein Biwak, mein Camp, für 3 Stunden oder 2 Stunden aufmachen. Lass mal weiterfahren. So, es geht hier weiter. So, meine Freunde, jetzt habe ich hier ein stilles Plätzchen gefunden, gerade meine Hängematte aufgehangen und gleich werde ich hoffentlich ein bisschen schlafen können, ein Nickerchen machen können. So, liebe Leute, dann bin ich jetzt hier angekommen, habe ein freies Stück Land in Kanada gefunden und habe mir das hier, meine Hängematte aufgehangen hier. Ganz einfache Hängematte, ich glaube sogar von IKEA. Und ist das nicht geil? Und dann bin ich hier jetzt am Fluss. Und jetzt werde ich ein bisschen ein Nickerchen machen. Bis bald.